Hallo, Freunde. Also, Hallöchen. Und zwar, wenn ihr überzählige Baupläne habt, Blaupausen von Waffen, also wenn diese Waffenmods bereits bekannt sind, diese Erweiterungspläne, dann könnt ihr sie im Bunker Alpha, vorausgesetzt ihr aktiviert ihn, geht hier runter, könnt ihr sie nämlich abgeben. Und zwar abgegeben werden diese Baupläne im Bunker Alpha im ersten Untergeschoss mach mal auf da. Komm, put, 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 put. So, im ersten Untergeschoss. Hier in der Lobby gibt es hier hinten einen Raum. Dieser Raum lässt sich zuerst nicht betreten. Denn diesen Freund hier, an dieser Stelle würde jetzt man jetzt die Baupläne abgeben. Und je nachdem, was für ein Bauplan das ist, gibt es dann Punkte. Und dann gibt es einen anderen Bauplan. Das ist aber zufallsbedingt. Und es kann durchaus ein Bauplan sein, den ihr schon habt. Also es ist dann schön für den Arsch gewesen, weil ihr kriegt dann eventuell einen durchschnittlichen Bauplan. Und ja, was soll man dazu sagen, ne? Durchschnittlicher Bauplan. Da habt ihr erstmal, was weiß ich, 10 Stück reingeschmissen, die ihr schon hattet. Und dann kriegt ihr nochmal so ein Ding, was ihr schon hattet. Also das ist manchmal nicht gerade nett. Das Problem hatte ich nämlich schon. Ja, so. Aber wo findet ihr den Mann dazu? Und zwar müsst ihr ins zweite Untergeschoss gehen. Das müsst ihr auch nur einmal machen. Wenn ihr ihn nämlich befreit habt, ist ab da an diese Tür frei zugänglich. Also jederzeit könnt ihr da euch freikämpfen in der Lobby und dann zu ihm gehen. Die Tür ist dann auch nicht mehr verschlossen. Man kann einfach aufmachen und reingehen. So, und wo findet ihr ihn? Im Endeffekt müsst ihr euch erstmal ganz einmal rumprügeln. Und dazu schlage ich immer grundsätzlich diesen Weg vor. Ne, hier runter, hier durch. Gibt ja immer schön fleißig Gegner. So, jetzt würde ich dann hier durchgehen. Denn hier auf dem Gang stehen nochmal zwei Decke, wie die man da liegen sieht. So, und dann könnt ihr hier eigentlich durch. Ihr braucht die beiden Decken gar nicht zu bekämpfen. Ihr könnt an denen vorbeigehen. So, dann geht ihr hier weiter. Hier den Gang runter. Achtung, an dieser Stelle steht ein Geschützturm. Hier braucht ihr auf jeden Fall Langwaffen oder einen Bogen. So, dann hier den Gang weiter runter. Die Türen alle einfach in Ruhe lassen. Insbesondere hier an dieser Stelle, hier hinten, steht ein ziemlich dicker. Und ihr geht einfach hier durch. Hier ist das kleinste Übel. Dann hier durch. Hier ist jetzt aber mal giftiges Gas. Ups, stehe ich zu dicht dran. So, einmal durchgelaufen. So, und dann hier rum und das Terminal deaktivieren. Dann könnt ihr hier wieder rum zum Fahrstuhl. So. Hier den Gang nämlich runter. Hier sind so einige, wie man sieht. Ja, und hier bin ich dann mal drauf gegangen, weil diese Tür darf man auf keinen Fall von hier aus aufmachen, weil dann haut ein leichter Dicke weg.
Hup. Und wenn man nicht die richtige Rüstung hat, ist man leicht tot. So, und jedenfalls, ihr kommt ja hier so gesagt den Gang runter, ne? Terminal aktivieren, sodass die Tür auf ist, dass ihr fluchtfähig frei habt, weil hier sind nochmal zwei Giftspeier. Und genau an dieser Stelle müsst ihr die Tür aufmachen und dahinter würde er nämlich sein. Also hier im Käfig, so gesagt. Ne? So, und dann habt ihr ihn einmal befreit und ab da an ist da auch keiner mehr. So, und hier habt ihr noch eine nette Werkbank. Hier könnt ihr dann auch noch Waffen modifizieren. So. Aber das mal so zum, ne? Wo ist der Knabe? Was macht er? Und in dem Raum, wie gesagt, wo der, ich nenne ihn mal den Manager, den Bunkermanager. Dort könnt ihr noch ein paar Sachen mehr machen. Denn ihr könnt da auch noch den zweiten Schwierigkeitsgrad wählen für den Bunker. Also wenn ihr schon mal euch da durchgeschlagen habt, oder ihr müsst euch gar nicht durchschlagen. Ihr macht einfach das Stockwerk hier feindfrei, beziehungsweise bis zu ihm. Und dann geht ihr hier rein zu ihm und geht hier in die Konsole. Dann könnt ihr hier nämlich das Sicherheitsprotokoll für den Bunker aktivieren. Das ist dann die zweite Schwierigkeitsstufe. Und das ist dann auch ein bisschen was anderes. Also die Jungs sind etwas schwieriger. Außerdem kommt ihr dann zu dem sogenannten Blinden. Da gibt es nämlich auch einen geheimen Raum. Da kommt man nur rein, wenn man das Sicherheitsprotokoll aktiviert hatte. Und der Blinde, der ist ja, hat so seine Schwierigkeiten. Ne? So, was haben wir hier? Hier können wir dann, wenn wir bei ihm nämlich Sachen eingelöst haben, können wir, die wir in der zweiten Phase bekommen haben, dann können wir eine Datendiskette kriegen und einen neuen Standort. Auf der Karte wird dann angezeigt von dieser Diskette und dort gibt es dann auch, das ist sowas ähnliches wie mit dem Lastwagen. Ne? Wie gesagt, so, und hier werden die Sachen dann eingelöst, wie man sieht. Ich habe noch keine Diskette bei ihm gekriegt, aber die würde ich dann kriegen. Ich weiß es schon, weil ich habe das Spiel ja nicht das erste Mal und habe damals schon ziemlich weit gespielt. Ja, das wollte ich euch nur gezeigt haben. Na, das war's dann erstmal fürs Erste. Na, der Mann für die Baupläne. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Na, und lasst ein Abo da, lasst ein Like da, immer gern gesehen. Jedes Abo zählt, kostet euch nichts, mir bringt's was. Ciao, ciao, danke!